Ey Leute, was geht? Ein neuer Tag steht an in der Shakes and Fidget Welt. Und das ist ein ganz besonderer Tag, denn wie ihr gestern schon sehen konntet, ja, bekomme ich heute mein Kalender-Level up. Und dann bin ich Stufe 632, der neue große Meilenstein, jawohl. Ab 632 kriegt man ja nicht mehr Gold in den Quests. Und man kann auch maximales Gold von den gecrafteten Früchten bekommen. Genau hier. Das werde ich wahrscheinlich morgen machen. Das werde ich nicht heute machen. Es wird ein bisschen zu lang dauern jetzt. Ich habe auch nicht die Zeit dazu jetzt. Genau. Aber es gibt ein paar andere coole Dinge zu zeigen. Ja. Aber unter anderem würde ich erstmal jetzt hier das Level abholen. Und wir klicken drauf. Ja, geschafft. So, 632. Ein neuer Meilenstein wurde erreicht. So, das war nicht mal so schlecht. Also ich habe schon ein bisschen gespielt heute, so ein bisschen die Arena-Kämpfe gemacht, ein paar, nicht alle, aber es war nicht so schlimm, dass ich die das Kalender-Level-Up nicht abgeholt habe. Im Gegenteil, das war sogar gut. Weil dadurch habe ich mir ein paar Erfahrungspunkte gespart bei den Arena-Kämpfen, die ich ansonsten verloren hätte. Und auch bei der Akademie. Denn umso höher man im Level ist, umso weniger Erfahrung bekommt man bei gewissen Bereichen im Spiel. Halt unter anderem die in den 10-täglichen Arena-Kämpfen und bei der Akademie. Und noch bei ein paar anderen Sachen wahrscheinlich. Ja, Gildenkämpfen wahrscheinlich noch. Ja. Genau. Apropos Akademie, können wir auch abholen. Ich gehe mal lieber ins Quest-Equip. Die ganzen Sachen hier. So. Das Gold schmeckt natürlich. Ein Festungskampf. Nee. Alles klar. Spieler können wir heute anlocken. Das geht. So. Und wir gehen natürlich in die Zeitmaschine. Töte es. Oh, er wehrt sich. Okay. Und der letzte. Perfekt. 55 Millionen Gold. So, dann können wir noch einen Petkampf machen. Ich gehe mal mit Schatten rein. Diesmal haben wir gewonnen. Nicht so wie letztes Mal. Dann machen wir noch einen Arena-Kampf. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen. Da hat was aufgeleuchtet. Und zwar ein Epic, das ich noch brauche mit der richtigen Runenverzauberung. Ja, das ist natürlich sehr nice. Und dann habe ich noch was gesehen. Bei dem Sommersammelsurium brauche ich als Aufgabe, kaufe einmal einen epischen Gegenstand. Also ich würde sagen, perfekter kann sich laufen, weil den muss ich eh kaufen. Der Flügeltrank, den würde ich kaufen, wenn er nur Gold kosten würde, aber er kostet Pilze, also nein. Aber ja. Das Epic, das holen wir uns. Natürlich. So. Das machen wir mal hier. Nehmen wir den Goldbonus. So, eins, zwei. Warte mal. Ist jetzt hier erstmal alles neu. So, 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 so. Jetzt haben wir nämlich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und das zählt dann nicht mehr, genau, weil ich gehe auf die gegen alles Widerstände. Genau, und hier ist das siebte. Lebensenergie. Das heißt, ich brauche noch zwei Gegenstände. Zwei genau, Epics mit den richtigen Runen. Einmal noch hier Widerstand gegen alles. Und dann noch einmal, was war's? Ich glaube, erhöhte Schundforce, genau. Oh Gott, Alter. Was ist mit mir ab und zu los? Erhöhte Fundchance bei für Epics. So. Oh, da blinkt was. Ah, Edelstein. Kein Platz im Rucksack. Achso, warte, aber wir können eh noch die Hexe füttern. So. Dann kaufen wir. Dann können wir alles skillen.
Aber das dauert ziemlich lange. Nee, es geht sogar. Ja, also, wie schon gesagt, ab 632 steigt das Gold nicht mehr bei den Quests. Wenn ich hier mal mit dem Quest-Equip reingehe. Und ja, also das Minimum Gold und auch, ja, nicht nur das Minimum, aber ich glaube auch vor allem das Minimum wird erhöht, immer. Aber auch die Chance halt maximal das Gold zu bekommen. Ich habe hier auch noch eine Liste, die habe ich von Eggman, vom Discord, habe ich die gefunden. Ja, genau hier. Ne, das maximale Gold war es, genau. Chance auf maximales Gold bei dem jeweiligen Level. Und bei 551 ist es nur eine 1,244%ige Chance. Und ab 632 ist das Maximum erreicht, 67,708. Ja. Und der gute Levi, Grüße gehen raus, der krepiert irgendwo in dem Bereich herum. Ach ja. So. Ich kann nochmal eine Quest annehmen hier. In der Zwischenzeit. Und wir können mal in den Würfelspieler reingehen. Und den können wir auch ein bisschen machen. Oh, sehr gut. Sanduhren, die brauche ich. Ich mache einfach mal alle Würfelspieler jetzt durch. Ich habe heute einmal schon gemacht. Und beim ersten Mal, da habe ich... Oh, ja, Würfelspieler Gold ist auch jetzt auf Maximum anscheinend. Ja, da kann ich jetzt, glaube ich, auch... Wenn ich fünfmal Gold würfel beim Gold-Event, dann bekomme ich, glaube ich, 500 Millionen Gold. Das würde ich sehr gerne haben. Aber wie es aussieht, heute nicht. Okay. Genau, der tägliche Auftrag ist jemanden ohne Waffe besiegen. Alles klar. Jetzt gehen wir nochmal rein. Dann können wir hier, ich habe fleißig gefarmt, das Lucky. Unsere Lucky Coins ausgeben. Für das Glücksrad. Oh, ist ja nice. Wir haben viermal sind wir auf das Goldfeld gekommen. Ja, hatten wir heute Glück. Denn normalerweise kommt man nur zweimal drauf, also vom Durchschnitt her. Ja. Das nächste steht halt an, wie schon gesagt, die Früchte craften. Also ich sage immer craften, also die Früchte, ja, wie sagt man dazu eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Die Früchte brauen in Tränke. Ich will ehrlich gesagt echt nicht wissen, wie lange das dauert, ey. Alter, locker eine halbe Stunde. Ich muss halt auch schauen, weil, ja stimmt, wie mache ich das eigentlich? Weil ich muss halt meinen Inventar dafür irgendwie zuerst lernen, weil sonst ist es ja voll umständlich. Ja stimmt, dann kann ich das wahrscheinlich morgen gar nicht machen. Und heute erst recht nicht. Ich kann es erst machen wahrscheinlich, wenn wieder ein Hexen-Event ist. Ah, scheiße, das habe ich gar nicht so bedacht. Naja, dann war es das eh schon wieder. Da dachte ich mir, ich könnte das morgen machen, schön. Aber nee, da muss ich mich noch ein bisschen gedulden, bevor das geht. Ja, aber ansonsten gibt es eh nichts mehr. Ich muss jetzt meine Alu durchspielen, aber das mache ich später. Ich gehe noch ein bisschen in die Stadtwache. Ja, bis 20 Uhr. Ich habe leider jetzt nicht so viele Pilze bekommen, ne? Ja, gut, aber dafür ist Gold-Event, dafür halt mehr Gold diesmal. Ja, nicht so schlimm. Das mag ich auch genauso. Beim Gold-Event darf es auch gerne mal mehr Gold geben beim Glücksrad. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Nächstes Video sollte das Video sein, wo ich ja die Früchte halt umwandle zu Tränken. Nur, ja, ich weiß gerade nicht halt. Also kommt halt drauf an, wie lange es dauert, bis ich mal halt hier freies Inventar habe. Weil allzu lange will ich auch nicht warten, dass ich wieder ein neues Video mache. Ansonsten mache ich was anderes. Aber bis dahin könnt ihr euch, oder könnt ihr gespannt sein. So rum. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao.